So, ja, willkommen zurück. Die Pflicht ruft. Wie geht's wieder raus? Ja. Hey, Deputy. Hey, ja. Okay. Hey, Deputy. Vor der Mauer wird's ungemütlich. Ashtar sind auch für uns heftig. Sieht es jetzt anders aus? Haben wir einen anderen Ausgang genommen? Kann wohl sein, ne? Okay. Ach, schön. Kann man hier überall rein? Verriegelt. Theoretisch schon, ne? Wenn du eine Waffe suchst, empfehle ich dir Laredos Waffenfabrik. Die produzieren direkt hier. Wenn du Laredo nicht magst, gibt es doch Roland Arms. Ich habe auch so eine doppelläufige. Ich suche mir meine Waffen immer gerne von den Gegnern zusammen. Also da gebe ich kein Geld aus für. Außer diesem besonders wir hier leben würden, gut. Wir fette Muskeln. Wegen der Gravitation meinst du? Ich kenne einen Typen, der den Red Mile Run echt abgeschlossen hat. Hat zwar ein Auge verloren, aber jede Menge Credits gewonnen. Und man hat ja zwei Augen, oder? Begib dich nach Red Mile aktiv schalten. Warte mal, P. Nee. War das L? Genau. So, Feuerprobe. Die Pflicht ruft. Ein Händler hat erwähnt, dass ich alternatives besser herumträume. Er hat außerdem dringend Notruf empfangen. So, meine erste Mission ist, das Ranger untersuchen, notfalls zu begleiten. In Farmerin, genau, da waren wir stehen geblieben. Farmerin. Das andere können wir ja nachher auch noch machen. Schauen wir mal, aber ich muss mich heute noch an den Grill stellen, deswegen läuft mir auch gerade ein bisschen die Zeit davon. So. Einsteigen. Soll ich was machen? Kleidung waschen? Stiefel putzen. Ja, mach mal. Den Spiegel auf Hochglanz. Ja. Mach mal. Du kannst das. Hey, schick ab. Nix hält mich am Boden. So. Manchmal hängt da irgendwas am Raumschiff dran, ist mir gerade mal so wieder aufgefallen. Mal wissen, was es ist. Okay, wir müssen hier hin. Graf, gleich mal hier ein bisschen was draufhauen. Cora Co., wenn ich das nächste Mal in deinem Zimmer bin, ist es aufgeräumt. Okay, Papa. Versprochen. Nichts mit, versprochen. Du machst das gleich, verstanden? Oh, na gut, okay, ich mach's. Na gut, okay, ich mach's. So, bumm. Taluna. Ah, ich glaube, wir mussten zwischenspringen, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Wir sind nicht sicher. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir dein Schiff scannen. Ja, scannen wir. Okay. So.
Wir wollen ja zu der Farmerin. Ja, ich habe die Zeit vorhin mal genutzt, wo mal die Videos wieder durchgerendert hat, die letzten Folgen. Perfekte Landung! Dafür ein bisschen zu gucken. Dann kam ein Video so uns gestochen, ja, Starfield lässt sich irgendwie mit HDDs nicht spielen, keine Ahnung. Hab ich mir mal reingezogen, ganz interessant. Also klar, SSD ist natürlich recht schnell, aber ein HDD RAID ist auch sehr schnell. Das unterschätzen wir viel. Hier drüben, wir kommen. Genau, ich habe ein HDD RAID, aber das habe ich schon mal erklärt. Warum, weshalb, weswegen. Einfach, weil mir die SSDs zu teuer sind. Sonst hätte ich ein SSD RAID. Um die NVMEs, ja, da brauche ich gar nicht drüber reden. Also, der Preis pro Gigabyte ist mir einfach zu groß. Und ja. Pro Terabyte, sagen wir mal so. Preis pro Terabyte. Und dadurch, dass mein Internet ja so super toll ist und ich ja direkt das Spiel anklicken kann bei Steam und sagen kann, hier, ich will das jetzt spielen, obwohl ich es nicht installiert habe, ich muss dann Tage warten, tatsächlich, bis das dann mal soweit ist. Die Wagoner sind gute Leute. Deswegen baue ich halt auch den Speicherplatz und dann bringen mir halt die NVMEs nix. Also gar nichts. Die sind mir einfach zu teuer. Also habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir einen HDD RAID, das ist bezahlbar. Und du holst noch mehr Leistung raus. Macht ja auch Sinn. Das Ganze in Verbindung mit so einem kleinen Cache. Ja, easy. Läuft. Ja, wie gesagt, deswegen, da kommen meine. Also ich habe ja noch eine einzige Platte intern. Da läuft eigentlich nur mein Windows drauf und der Rest geht halt alles übers Netzwerk. Das macht mehr Sinn. Da brauche ich auch meine Rechnung nicht anlassen. Da gibt es so tolle Webseiten, da kann man sich ein bisschen erkundigen, wer so ein bisschen Ahnung von Skripte schreiben und sowas hat. Das kann dann diese Festplatte, die virtuelle quasi selber, die Steam-Spiele über die Nacht einfach updaten, während mein Rechner offline ist quasi. Ja. Das ist ganz geschickt und somit brauche ich nicht unbedingt meinen Rechner, um mir Spiele-Updates zu ziehen oder. Wenn ich ein Spiel installieren will, weise ich das einfach einmal kurz an, dann kann ich den Rechner ausmachen. Und das Tool zieht dann alles von alleine von Steam. Das ist ganz cool, aber ja, es braucht halt sehr, sehr viel Verständnis für so eine Sache. Also technisches und was man dann halt auch braucht, ist ziemlich viel Zeit und Geduld. So, aber das mal so kurz am Rande. Wir wollten ja der Troller. Die Freestar Ranger. Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich freue, euch zu sehen. Ich bin Ranger Emma Wilcox, das ist mein Deputy. Wir helfen dir. Also, was ist passiert? Ich war gerade beim Pflanzen auf dem Feld, als ich ein paar Männer habe kommen sehen. Sie sahen aus wie Soldaten, mit Uniformen und Waffen. Sie wollten die Farm kaufen, haben nicht mal gefragt, ob sie zu verkaufen ist. Ihr Angebot war mies, also habe ich ihnen gesagt, wo sie es sich hinstecken können. Sie haben gesagt, sie geben mir Bedenkzeit. Und dass ich es bereue, wenn ich es mir nicht anders überlege. Dann sind sie gegangen. Das klingt... Die werden wiederkommen. Wir jagen diese Schweine und erledigen sie. Sie sahen wie Soldaten aus. Ganz genau. Die Uniformen sahen aus wie die von den Freestar-Soldaten damals im Krieg. Ihre Augen waren irgendwie hart, wie aus Stahl, als wären sie Gewalt gewohnt. Ich hatte Angst um mein Leben. Okay. Mir fällt nichts ein, nein. Ehrlich gesagt, machen wir gerade harte Zeiten durch. Die letzte Ernte war die schlechteste seit langem. Und das Land hier ist auch nicht gerade knapp. Es gibt genug für alle. Okay. Sie waren zu viert. Aber als sie gegangen sind, habe ich sie reden hören. Da klang es, als wären noch mehr in der Nähe. Hinter dem Haus liegen Canyons. Da sind sie hingegangen.
In den Canyons ist es gefährlich. Steile Hänge, enge Pfade, Steinschläge und alle möglichen feindseligen Kreaturen. Wenn ihr die Männer verfolgt, seid vorsichtig. Ah, noch was. Sie haben gesagt, sie wären die Ersten. Die Ersten wovon, weiß ich nicht, aber es kommen wohl noch mehr. Danke, Mel. Das sollte reichen, damit wir diese Männer finden können. Okay, Deputy, halt die Waffe bereit und die Augen offen. Die Typen wissen nicht, dass wir hinter ihnen her sind. Also versuchen sie wohl auch nicht, ihre Spuren zu verwischen. Also, gehen wir uns die Canyons ansehen. Ich bin schon auf dem Weg. Genau. Ja, und Preis-Leistung ist so ein HDD-Rate ziemlich ganz gut bezahlbar, muss ich sagen. Und man kann es halt immer aufstocken, ne? Also kannst sagen, ja, ich knall da mal nochmal zwei Festplatten rein, weil ich ein bisschen mehr Speicher brauche. Ne, klar geht das auch mit SSDs, aber so hat man natürlich deutlich mehr Speicherzuwachs. In Verbindung mit ein bisschen mehr Performance-Leistung. Ist still hier draußen. Das ist schön. Mal was anderes als Aquila City. Gut, aber jetzt zurück zum Spiel. Ja, wenn er mal Fragen hat oder so, kann man gerne in die Kommentare schreiben. Bei Interesse. Vielleicht mache ich da mal. Ich bin auf einer Farm. Auf die Sichtlinien hier sind ja. Ständig. Das könnte alles vor einem Aluminium. Dahinter. Mit den Canyons hätte ich mich monatelang beschäftigen können. Ich hätte mich. Hebt ihr das für die Bösen auf? Ich will aber das mal Aluminium mitnehmen. Das hebe ich mir doch nicht für die Bösen auf. Arm. Ja. Ich weiß bis nicht, sind wir hier richtig? Hätten wir woanders abbiegen sollen? Alter, ist die Schwerkraft auch ziemlich niedrig. Ah, mehrere Stiefelspuren führen in den vor dir liegenden Canyon. Stiefelspuren. Mehrere Paar, wie es aussieht. Und nicht sehr alt. Gehen wir runter in den Canyon. Vielleicht finden wir noch mehr. Ich habe noch nicht ausgewählt, ob man hier Fallschaden tatsächlich bekommt. Das könnte man mal testen. Aber jetzt sollen wir erstmal hier runter. Schmutzig, ja? Ah ja. Wir haben ja Platz jetzt. Wie war denn das mit dem Licht? Können doch irgendwo noch Licht anmachen. Nach rechts. Gutes Auge, Deputy. Wir sind wohl auf der richtigen Fährte. Sind auf der richtigen Holzspur.
Du schießt doch von irgendwo her. Bereithalten! Vermint. Okay, das ist tot, das war verletzt. Habt ihr ein Problem? Führe nach links. Hm. Sie sind definitiv hier lang gekommen. Hoffentlich sitzen Sie nicht mit Scharfschützengewehren oben auf den Wänden des Canyons. Ist schön, mal unter freiem Himmel zu sein. Als Mutter bin ich nicht mehr so oft im... Achtung! Ja, was sind das für Riesendinger? Wolltest dich verstecken, was? Nach links. Du bist okay. Ein Naturtalent im vierten Lesen. Mercury-Kamera. War jetzt nur so erstaunt, dass die Cam hier gelandet ist. Das wird lustig. Aufgepasst. Hier ist Bier.
gleich amüsieren wir uns. Das kann dir egal sein. Wenn uns die Ranger in die Quere kommen, kriegen sie ihr Fett weg. Mehr musst du nicht wissen. Jetzt hör auf zu jammern. Zurück auf den Posten. Ich gehe zu den Rangers. Ich dachte schon, es gäbe hier nichts zum Abschlag. Guck mal an, wen haben wir denn da? Die Wagoner hat die Kavallerie gerufen. Aber eine jämmerliche Kavallerie. Dreht mal lieber um und verschwindet wieder, solange ihr noch könnt. Eine Schießerei könnte hässlich werden. Wäre wohl am besten, das verbal zu klären. Bei mir ist es wurscht, ich knall die auch so weg. Eigentlich ist es nicht die Farm, die so besonders ist. Aber das geht dich nichts an. Okay. Erkennst du die Uniformen nicht? Nö. Aber es sollte mich nicht wundern. Der Major meinte ja, es hätten alle einfach vergessen, welche Opfer wir gebracht haben, wie wir verraten wurden. Aber bald werden sie sich daran erinnern. Dafür sorgen wir. Mhm. Denkst du echt, du kannst hier Forderungen stellen? Ja. Das Einzige, was du von uns kriegst, ist ein frühes Grab. Sehr schön. Also, irgendwelche letzten Worte, die ich vergessen kann? Ihr seid alle verachtet. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Nee. Die Freestar Ranger interessieren mich einen Scheiß. Ja. Eigentlich macht das die Sache nur noch lustiger. Sehr gut. Sie fertig, Jungs. Dann? Tschüss. Schnappen wir sie. Ja. Ich brauche hier Hilfe. So, wer schaufelt hier welches Grab? Zweimal gemacht. Scheiße, das war deutlich heftiger als erwartet. Reden wir. Erstmal ist Wooten. Ah, ja. Schlafen. Oh, schön. Jack. Ja. Anamine Faser. Das ist nur eine Flasche, die ist schon leer. Bier. Leeren Krimskrams will ich nicht. Okay. So schnell kann es gehen, Leute. Ich fackel da nicht lang mit solchen Idioten. Was haben wir denn hier noch alles? Oh, ein Buch. Sehr gut. Kann man, glaube ich, noch alle lesen. Bourbon. Das ist Schnaps. Hör damit. So, wir haben auch schon, ne? Ja. Da gibt's nichts mehr. Gut, dann gucken wir mal. Wir haben hier noch so eine tolle Waffe bekommen. Oder was war das? Bodencrew. Boost. Minus 15% erlitten an Nahkampfschaden.
28% luftresistent. Episch. Ja. Frage ist, macht der Sinn? Ich glaube ja nicht, ne? Könnte man vielleicht verdicken. Okay. Recht herzlichen Dank. Ja, bitte, bitte. So, gelootet haben wir. Ich wollte doch reden oder so, ne? Alles okay? Eher nicht. Die meisten Gönner sind so klug, friedlich zu werden, wenn sie die Marke sehen. Oh. Wirklich? Du führst wohl ein ziemlich aufregendes Leben. Ja, klar. Je weniger ich über dich weiß, desto besser. Hm? Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir irgendwie heraus, was die Typen vorhatten. Hoffentlich finden wir Hinweise, wer diese Typen waren, warum sie es auf die Wagoner Farm abgesehen hatten. Ebenso. Wie ist die Slide-Job erledigt? Ja, noch was suchen wir jetzt? Ah, da ist ein Schiff. Ach, guck mal, noch guck. Ist da noch einer? Knifte 10. Gabelstapler, schweres Gerät. Mein lieber Mann. Unzugänglich. Okay, ich habe keine Ahnung. Wir sollten uns umsehen. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir irgendwie heraus, was die Typen vorhatten. Ebenso. Ja, aber warte mal. Irgendwas haben wir gesehen. Da kann man sehen, dass manchmal eben doch die Guten gewinnen. Ah. Ja, gewinnt die immer. Klemme. Was ist das hier eigentlich? Thermometer, die wollten irgendwas an... Selbstgebrannter. Irgendwas irgendwie, ja. Jetzt, Wort für Gesundheit. Was habe ich denn übersehen? Also das Schiff dann, wo man nicht rein kann. Da ist eine 1.
Könnt ihr vielleicht was abbauen oder so? Da hinten ist ein Schießding. Aber sonst. Oh. Sorry. Bin erschrocken. So. Okay. Ich hab alles durchsucht, ich hab keine Ahnung. Wo sehen wir uns mal ein wenig um. Ja, sehen komm. Wir jetzt. Die sind tot. Nein. Es gibt noch zu viele offene Fragen. Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Hoffentlich finden wir Antworten. Sieht wertvoll aus. Da helfe ich doch gerne. Oder auch nicht. Gehst du da hin? Habe ich irgendwas eingesammelt, was die vielleicht den. Nee. Sonstiges hier Notizen. Das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Ich hätte jetzt richtig Lust auf Chunks. Da gehe ich als erstes hin, wenn ich zu Hause bin. Ich muss für so lange Trips echt mehr Snacks einpacken. Boom, Pop. Was ist das von Barrett? Vielleicht ein Müsli. Irwin hat immer super Studentenfutter gemacht. Hier spricht Vanguard Moara. Sorry, wenn ich ein paar Sachen der UC ausborgen musste, aber die Sternenwerft wurde überrannt. Hab mein Schiff geflickt und bin unterwegs zum Neptun. Werde noch einmal darum bitten, dass die Fleet hier rauskommt und sich um die Spacer kümmert. Aber bis dahin, wenn einer von euch Verbrechen zuhört, ich bin der Guy. Sehen wir jetzt gehen. Vielleicht finden wir irgendwie heraus, was die Typen vorhatten. Hoffentlich finden wir Hinweise, wer diese Typen waren und warum sie es auf die Wagoner Farm abgesehen hatten. Nein, es gibt noch zu viele offene Fragen. Wir müssen herausfinden, was... Wir müssen herausfinden, was die Typen wollten. Aber wie? Wie finden wir das heraus? Also hier mal so auf jeden Fall schwarz gebrannt. Selbst gebrannt. Aber was hat das mit der Farm zu tun? Danke für deine Spende an die Korako Bücherkasse. Händler, Bolzenschneider. Hm, du warst gut. Beatsblock. Haben wir. Gibt's hier so ein Tonband-Ding? So bestimmt irgendwo so ein Tonband-Dingens. Wart. Nichts Besonderes. Weißt du, so ein Logbuch. Aber hier ist nix. Bei dem Schiff kommen wir nicht hin. Unzugänglich.
Ordner, Teller, Spritze, Türschüssel. Vielleicht wollten die hier Drogen handeln oder so. Die Tante da drüben hat das gesehen. Das kann ja alles sein, ne? Okay, und lag der andere noch? Ja. Ah, der hat auch nichts. Auch nix, da hinten ist ein Eins, hier ist ein Eins. Hier oben war auch nix, ne? Okay, was will die jetzt wissen? Mehr davon und weniger Piu Piu. Piu Piu. Okay, wir gehen nochmal hier rein. Liest die Slate. Job erledigt. Job erledigt. Suche im Lager nach Hinweisen. Auf Karte zeigen. B. Lies die Slate, Job erledigt. Ach, jetzt geht das wieder los. Okay, sind wir wieder hier. Rulla sucht da nach Hinweisen. Ich bin so unglaublich. Ich war noch nie so froh, die Ranger zu sehen. Nein, ich habe keines gesehen. Aber sie waren sicher auch nicht von hier. In den Canyons kann man leicht ein Schiff verstecken. Vielleicht sind sie deswegen dahin gegangen. Hauptsächlich Getreide und Wurzelgemüse. Wir wechseln immer ein wenig durch. Das ist gut für die Erde. Wir haben auch ein bisschen Vieh und andere Tiere. Hauptsächlich für uns. Aber wir verkaufen auch Fleisch und Eier, wenn was übrig ist. Nicht viel anders als die anderen Farmen auf Montara Luna, im Grunde. Okay. War's das? Gut. Die Slate, Job erledigt.
Okay, sie sucht halt immer noch hier. Ich hab keine Ahnung. Okay. Ja, würde ich sagen, nichtsdestotrotz, wir sind ja auf jeden Fall schon drüber. Wir machen diese Stelle einen Cut. Ich guck da alleine ein bisschen nochmal rum. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Was ich auch nicht so ganz glaub. Vielleicht haben wir auch irgendwas vorweggegriffen und das ist deswegen nicht weiter triggert. Eher schlecht, ne? Okay. Ja, würde ich sagen, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.